Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Absolov, End of Gods. Nein, der kommt gerade wieder nach oben gelaufen. So, wir sind ja auf jeden Fall nicht richtig. Wir kriechen jetzt mal ganz fix wieder hinter die Kisten. Sind von rechts gekommen, das heißt, wir müssen in die Richtung. Oh, da sehe ich auch was Grünes, wo wir hin müssen. Könnten. Nicht müssen, wir könnten dahin. Waren wir hier schon? Ich glaube schon. Aber, speichern schadet ja nicht, ne? Wissen wir ja alle. So. Mal gucken, wo es in diese Richtung geht. Ich glaube, hier waren wir nur ganz fix mal hingelaufen. Die Tür ist zu. Und hier läuft aktuell nichts rum, aber wir könnten. Ah, oh, Katzen haben wir hier auch. Nein, Scherz. Nein. Verdammt, ich muss wissen, welche Tür ich nehmen muss. Der läuft hier doch nicht so weit. Nee, okay, dann kann ich erstmal beruhigt wieder in meine Tür gehen. Wir haben jetzt quasi eigentlich nur die Möglichkeit, hier wieder zurückzugehen, ne? Der hat sich jetzt nicht gerade zufällig einen von den anderen geschnappt. Dann mag ich die Kreatur. Denn dann beseitigt sie ja quasi auch unsere Feinde. Und ist zudem auch erstmal beschäftigt jetzt. Also ich würde nicht sagen, dass er jetzt direkt innerhalb der nächsten 3 Minuten anfängt, weiter auf Jagd zu gehen. Da ist ein Zeichen dran. Aber ich habe noch keinen Code, ne? Ach, ich habe die Hand. Die habe ich ja nicht weggeschmissen, das ist ja klar. Okay, wir sind in der Luftschleuse. Und nü. Da liegt was. Neben diesem Tentakelding. Giants and fire giants are very much like the descriptions, but the Vanir and Aesir gods differ a lot from their noble fairy tale versions. Some stories are not even close to as gruesome as they are in real life. More of these stories later. Okay, 2734 oder? Das sieht ja eindeutig aus. Oder ist das eine 1? 2134. Oh, nein, nicht rennen. Rennen, nix gut. Liegt hier irgendwas? Nee, hier geht's auch nur in eine Richtung. 2134, 2734, I don't know. Wenn du dich nicht mehr bewegst, nein, man kann dich nicht aushebeln. Das ist ja natürlich mal wieder gut. Okay, hier ist niemand. Ganz sicher? Okay, dann ausnahmsweise. Hier ist eine Tür, aber ohne Pad. Hier ist ein Aufzug. Aber auch ohne Pad. Okay, ich hoffe, ich werde die Zahl nicht vergessen. Aber das sieht so aus, das sieht so einladend aus, ne? Das sieht so aus, als wenn wir in ein Paradies kommen. So richtig grün und erfrischend. Schauen wir mal.
Grün, ja. Erfrischend, vielleicht nicht unbedingt. Oha. Dabei habe ich die Sounds schon so runtergestellt. Aber das ist immer noch so extrem laut. Dann werde ich das wohl im Nachhinein für euch... Boah, nein, bitte nicht. Ach, Leute. Warum spinnen? Warum? Boah, ich habe jetzt schon Gänsehaut. Boah, so große auch noch. Boah. Nein, warte mal, das sind keine Spinnen. Das sah doch jetzt nicht wie eine Spinne aus. Oh, das sind eklige Spinnenviecher. Wieso müsst ihr die so aussehen lassen? Ich folge einfach mal dem Licht. Oh, da oben sitzt auch einer. Aha. Bitte bleib da oben. Ich bin gar nicht da. Nein! Shit. Was? Was? What? Shit, what am I doing? Come on. Just a little bit further. Die kamen schon wieder angekrabbelt. Und die haben unseren Arm abgerissen und Nee, also ich möchte gerne eine Machete haben. Bitte. Sofort. Boah. Also da kann man nur Gänsehaut kriegen. If I would have been 5 seconds late. The demons would have torn you apart. The great Odin spared your life, but left you broken. But that's okay, because I fixed you. No, you know what? I made you better. Oha. Remarkable, isn't it? What? No, 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 you stay down. The anesthetics haven't left your system yet. Oh, my head. Okay, let's see. Speech should be fine. Endlich. Prepare the tissue. Yeah, I gave the bone structure a checkup as well. And the arm. How does it feel? Strange feeling, isn't it? When it's bonding to you. I know. I have a few of my own. So entweder der ist verrückt. Der wird auch ein verlassenes Produkt sein. Anyway. Also er wird so wie wir sein, dass er geflohen ist. Ach da. What's going on? I'm Henrik Andersen, the CEO of Borgcorp. The voice you're hearing is my wife, Sarah. What? She's up on the surface, Ralph. Unfortunately. You and I are stuck down here. The things happening down there are happening up here as well. And it's getting worse by the minute. What did you do to me? I brought you back from Helheim. Henrik, calm down. The journey to save her almost killed you. I don't want to lose you. Since she already has the prosthetic installed, tell her about it. Fine. Your new arm holds great power. Charged by Atrium, it can channel a magnificent force. It's based upon ancient knowledge uncovered by my wife. And brought into fruition by Henrik. The arm is called Jerngreper. You brought a hand with you. Use the Jerngreper to extract the RFID from it. You'll gain access to all doors with that level of security clearance. Ooh. Now try it. Scan the hand on the table and then use it downstairs on the lock. I know this is a lot to ask. Das ist praktisch. You're not taking this lightly. Please. I'll tell you more as you go. Okay, also wir müssen Fortschritt geben, damit wir Fortschritt kriegen. Alles klar? Okay, wir haben die Macht gescannt. Das ist der Doktor. Es gibt
Also die Frau ist an der Oberfläche und wir hier unten. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Nein. Warum denn auch? Ist doch langweilig, Dinge mitzunehmen. Nice. Ach, das ist 3. The earthquakes are getting far too frequent. The roots are spreading faster. Please hurry. I'll show you all the things you need to know. Yep, yep. Alles klar. Bin mir nur noch nicht sicher, ob ich dir vertrauen soll. Oh, warte mal, wieso? Das sieht aus, als wenn man das betätigen kann. Can you hear me? Ja. Good. You can hear me as long as our radio can reach your Bifrost system. So, da können wir runter. Oh, das war zu schnell. Warte mal, von hier sind wir gekommen? Sind wir? Dann gibt's doch nur einen Weg, oder was habe ich gerade im Kopf? Ach nee, es ging ja hier vorher auch noch hier lang. Und das ist auch Stufe 1. Boah, ist das gemein. Ach nee, von hier kommen wir. Ich bin ein sehr verwirrtes Ding, was sich zwischendurch zu schnell umdreht und deswegen meint, es ist noch eine weitere Tür da. So, hier... Nein, also gibt's nur diese eine Strecke. Dann gehen wir die doch mal. Oh, das geht aber tief runter. Was wäre es jetzt gewesen, wenn da drunter dann noch ein Dämon gesessen hätte? So, wir stehen sicher. Ahead of you is your first obstacle. A service hatch that can usually only be opened from the inside, unless you're an engineer. However, Jan Graper can open the tunnels in an unconventional way. But first, you need power. You should find an atrium upgrade in a nearby room. Okay, dann holen wir uns doch mal das Upgrade, denn das ist mega cool, wenn wir alle Türen öffnen können. Bist du mein Upgrade? That right there is a small atrium cell that can power the arm. Insert it in the arm, get back to the service hatch, and fire a burst at it to fry the lock circuits. And don't forget to refill your power with the power station on the wall before you move on. Dort an der Wand, meint er das hier? Okay. Und ich soll das jetzt hier öffnen? Oder wie meint er das? Ja, okay. Ach so. Ja, nice. Man muss jetzt nicht unbedingt direkt drauf zielen oder so. If you collect enough upgrades for Jan Graper, you can activate the weapon inside it. Oh, bitte. Bin ich voll dafür? Achso, nee, da ist eh zu. Waffe klingt immer gut. Ahead and above you, there's another obstacle you can overcome with Jan Graper. Use your sight to find the ladder's control panel. Aim at it. And fire a directed burst to lower the ladder. Was meint er? Energiepuls zielen? Da muss ich, ach, da oben muss ich hin. Mhm. Es ist gut, dass jedes Mal, wenn man das nutzen muss, die Ladestationen in der Nähe sind. Schön. Jan Graper is relying on atrium power cells, your life might be depending on not running out. There is another, larger power cell that you can carry with you at all times. Collect the power cells. Anytime you want to use them, activate your Bifrost personal display system for instructions and to keep track of how many you've collected. Oh, nice.
Ah. Davon habe ich 5. Okay. Hier, ach guck. Da haben wir den einer Schlüssel, da haben wir eine volle und eine leere. Und damit haben wir 5 und wir könnten den zweiten auch aufladen. Oh ja. Dann nehmen wir doch gleich noch einen mit. Das ist doch sehr praktisch. Haben wir wieder 5 dabei und 2 volle. So, das ist Numero 2. Da können wir noch nicht rein. Obwohl... Ne, wir haben ja nur den 1er gescannt. Was? 55 Milliliter? Aber vor allen Dingen, wie das hier aussieht, ne? Das ist schon richtig geil gemacht. You will find a door that is locked with an RFID signature you don't have. Mhm. But now, that won't be a problem. Ach doch, nicht mehr. It's the same as the earlier electronics, but the mechanics of the door needs a little finesse. Use your sight to see the mechanics inside the door and time the burst to get through. Okay. Was heißt das? Achso. Gut, dass wir die nachher da hinten wieder aufladen können. Aber wie? Wie soll ich das sehen, bitteschön? Ja, einfach mal draufklicken. Aber das interessiert mich gerade nicht. Arm runter. Ein schönes Patschähnchen. Ich hole mir nochmal eben schnell eine Energiezelle. Und da hinten hatten wir auch noch... Also nicht eine Energiezelle, sondern so ein Aufladegedöns. Ach. Denn wir hatten hier ja auch noch eine Tür. Da kann ich ja nochmal üben. Wie ging das jetzt? Das kriegen wir schon noch hin. Zweimal. Dreimal. Okay, also war das doch richtig. Oh. Sag ich doch, hier geht man so schnell dran vorbei und wir finden ein Sammelstück. Das ist doch cool. Und noch ein Upgrade. Ah, nee. Ah, nee, von hier. Kamen wir von hier? Boah. Ist das gemein? Das ist wirklich fies. Das hätte ich jetzt übersehen gehabt. So, alles aufladen. Oh, dann haben wir 0. Okay. Dann wollen wir doch mal ganz fix... alles wieder mitnehmen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Desinfizierungsspender. So, und dann schauen wir doch mal, was uns hinter der nächsten Tür erwartet. Ist sie jetzt immer noch auf, bitte? Ja. Was? Energiepuls zielen? Ich verstehe das immer noch nicht so genau, aber... Hä? Worauf muss ich denn jetzt zielen? Auf die beiden Teile hier, oder nicht? Damit die hier aus dem Weg gehen. Ich hoffe, die haben weiterhin so viele Ladestationen. Oder ich muss gleich nochmal zurückgehen. Hm? Oder ist hier... Ah, ja.
Gut. Das war jetzt meine Verpeiltheit, muss ich jetzt mal sagen. Man denkt natürlich direkt an das Teil, was vor allem zu sehen ist. Deswegen renne ich jetzt mal ganz fix wieder zurück. Und hole mir wieder ganz schnell meine Aufladung. Als wenn nichts gewesen wäre, stehen wir auch gleich wieder an der richtigen Stelle. Wir wollten doch alle nur diesen wunderschönen Regenton hören. So, und dann... Na, gehst du wohl auf? Vielleicht muss ich auch mal so machen. Klingt doch erstmal gut. Seems to be working again. Where were we? Right. Our world, Midgard, is sharing its existence with 8 other worlds that are all connected by something known in the legends as Yggdrasil, the world tree. When we started researching the travel between worlds, we used technology to tap into a magical artifact known in the legends as the Absalom, controller of the roots of Yggdrasil. This made it possible for us to safely travel to other worlds. Then, something came through one of the roots. A spirit. It took control of the Absalom and our systems, causing an emergency override. The facility was completely sealed, and the roots started spreading. We need to reverse this by collecting the 9 artifact keys originally made to control the artifact and the roots it brings forth. But, Henrik... has traveled too much unprotected. He almost died when he saved you and wouldn't survive going through another route. You are literally our only hope of stopping this. Without those keys, the roots and nightmares will take over our world. The fire giants will... Sarah. Wait, Henrik, I'm losing connection again. Sarah? Schlechte Verbindung. We know the location of one of the keys. Ahead of you is a route that will take you to Niflheim, the ice world. Every moment, the roots spread further into Midgard. So find the key and come back here as soon as possible. Please, hurry. Okay. Ja, die ganze Hoffnung liegt auf uns. Ich mir ist gerade auch mal aufgefallen, dass ich mal wieder wunderschön vor den Untertiteln stehe, so ein bisschen. Ich schiebe mich ab der nächsten Folge ein bisschen weiter in... War das die richtige? Nein, es ist in die Ecke rein und dann könnt ihr auch hoffentlich alles mitlesen. Wir finden in der nächsten Folge hoffentlich den Schlüssel. Schade, dass man nicht einfach so mal zwischendurch speichern kann, aber die Speicherpunkte sind trotzdem cool. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schaut doch mal in der Zwischenzeit im Discord vorbei. Lasst mir ein Abo auf YouTube da oder einen Kommentar, wie ihr die Folge gefunden habt. Was ja, interessiert euch denn so an den Göttern oder dass euch dieses Let's Play gereizt hat anzuschauen? Oder ist es eher der ja, Horrorpart, der dazu kommt? Es würde mich mal interessieren, wie ihr auf die Idee gekommen seid, genau dieses Let's Play von mir anzuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao mit V.